Der VDE Corporate Standard ist das neue Qualitätssiegel des VDE. Damit stärken wir die Marktposition unserer Projektpartner im Feld der erneuerbaren Energien und Energiespeicherlösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte, neutral überprüfbare Qualitätskriterien. Damit setzen diese Unternehmen klare Standards und bilden so die Grundlage für ein gemeinsames Qualitätsverständnis für die Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Investoren und weitere Stakeholder. Das Unternehmen Bosch beispielsweise hat bereits einen VDE Corporate Standard zusammen mit uns vom VDE entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Nutzungszertifikat bzw. Usage Certificate als Teil des Services Battery in the Cloud, das Automobilherstellern und Flottenkunden enorme Vorteile bietet. Battery in the Cloud ist eine cloudbasierte Lösung, die mittels künstlicher Intelligenz den Batteriezustand von Elektrofahrzeugen überwacht. Mit dem Service Battery in the Cloud werden relevante Stressfaktoren der Batterien von Elektrofahrzeugen analysiert und der Einfluss auf deren Alterung bewertet. Auf Basis einer Alterungsprognose können so Rückschlüsse auf den Restwert der Batterie gezogen werden. Darüber hinaus werden optimale Ladekurven berechnet, um die Lebensdauer der Batterie zu optimieren. Als Teil dieser cloudbasierten Lösung haben wir von Bosch zusammen mit dem VDE das Usage Certificate auf den Weg gebracht. Dieses gibt Automobilherstellern und Flottenkunden manipulationssichere Transparenz über den realen Gesundheitszustand des Fahrzeugs und der Batterie. Während der gesamten Entwicklungsdauer des Usage Certificates können wir auf eine kompetente Prozessbegleitung und fachliche Beratung durch den VDE zurückblicken. VDE und Bosch agieren hier als neutrale Instanzen, indem sie ein vom Fahrzeughersteller unabhängiges Zertifikat zur Verfügung stellen. Wir haben mit unseren VDE-Expertinnen und Experten einen umfassenden Kriterienkatalog für das Usage Certificate entwickelt. Die Kriterien beziehen sich auf die Daten aus dem Fahrzeug, auf die zugehörigen Parameter zur Auswertung und die Darstellung für den Endkunden bzw. den Nutzer des Service. Es war sehr schnell klar, dass der Endkunde eine verständliche und vergleichbare Aussage über den aktuellen Zustand der Batterie erhalten muss. Das haben wir bei allen Merkmalen für das Usage Certificate in den Fokus gesetzt. Und wir haben dementsprechend gemeinsam mit den Fachleuten von Bosch die einzelnen Werte definiert. Daraus ist ein unabhängiges Zertifikat entstanden, das den Markt- und Qualitätsansprüchen gerecht wird. Das Usage Certificate gibt dem Endkunden nicht nur den aktuellen Zustand der Fahrzeugbatterie an, sondern liefert auch eine höchst genaue Alterungsprognose. Die Alterungsprognose für die einzelne Batterie basiert auf der Datenauswertung einer gesamten Flotte, die in der Cloud überwacht wird. Machine Learning-Algorithmen filtern die riesigen Datenmengen der Flotte, aggregieren sie und errechnen daraus Vorhersagen für alle Fahrzeuge. Damit das KI-Modell eine Alterungsprognose treffen kann, wurde dieses in einer ersten Phase mit einem Datensatz von Fahrzeugen trainiert. Diese Trainingsphase ist Voraussetzung für die anschließende Validierungsphase. Dazu haben wir einen weiteren Datensatz von Fahrzeugen herangezogen, die der zuvor trainierten KI noch nicht bekannt war. Durch diese Testphase konnten wir zeigen, dass die KI richtige Vorhersagen trifft, da sie auf ihre angelernten Trainingsdaten zurückgreift. Ständige Trainings und Aktualisierungen vergrößern den Datensatz, sodass die KI immer präzisere Vorhersagen treffen kann. In Zusammenarbeit mit dem VDE haben wir einen Corporate Standard für die Bewertung von Batterien geschaffen. Bei der Ermittlung der Qualitätsparameter hat uns der VDE bei jedem Schritt begleitet und beraten. Und als neutrale Institution hat der VDE alle Kriterien überprüft, ergänzt und verifiziert. Und durch das VDE-Expertenwissen aus dem Bereich der Normen und Standards hatten wir während des gesamten Prozesses einen kompetenten Partner an unserer Seite. Und so haben wir gemeinsam eine Bewertungsmethode für Batterien entwickelt, die verschiedene Batterien, deren Zustand unabhängig von Hersteller, Modell oder auch Zellchemie vergleicht. Den Akteuren im Batterieökosystem steht somit eine verifizierte Methode zur Verfügung, auf deren Qualität sie vertrauen können. Da
Das entwickelte Nutzungszertifikat ist ein möglicher Startpunkt und wichtiger Schritt für internationale Standardisierungsvorhaben wie beispielsweise den europäischen Batteriepass. Dieser Batteriepass dient nicht nur zur Wertbestimmung von Elektrofahrzeugen, sondern er kann auch bei anderen Anwendungsfällen, zum Beispiel bei der Zweitnutzung der Batterien, eingesetzt werden. Zudem kann damit genau bestimmt werden, welche Informationen über eine Batterie für den Nutzer wichtig oder relevant sind und ihm zur Verfügung stehen müssen. Wir brauchen dringend solche, auch internationale Standards, um verlässliche Daten über den jeweils aktuellen Zustand von Energiespeichersystemen in ihrem gesamten Lebenszyklus bereitzustellen. Das Nutzungszertifikat stellt in jeder Phase des Lebenszyklus die Informationen über den realen Gesundheitszustand der Batterie transparent und manipulationssicher zur Verfügung. Automobilhersteller können die Batterie im Feld analysieren, Probleme vermeiden und damit ihre Kosten signifikant senken. Flottenbetreiber und Anbieter von Mobilitätsdiensten haben die Möglichkeit, ihre Flotte effizient zu managen und deren Restwert zu optimieren. Und auch Finanzdienstleister, Versicherungen und Leasinganbieter können günstige Prämien ohne Risikoaufschläge mit dem Wissen aus dem Zertifikat anbieten. Ein Nutzungszertifikat erleichtert auch die Weiterverwendung von gebrauchten Batterien in anderen Anwendungen. Und darüber hinaus haben wir erkannt, dass neben der Zertifizierung des gesamten Lebenszyklus einer Batterie in einigen Fällen auch eine Kurzzeitmessung der Batterie ausreichend ist. Diesen Marktbedarf werden wir mit dem Usage Certificate to Go abdecken, welches sich bereits in der Pilotphase befindet. Und durch die neutrale Überprüfung und Verifizierung durch den VDE fördern wir das Vertrauen unserer Kunden. Mit dem Usage-Zertifikat leisten wir gemeinsam mit dem VDE einen wichtigen Beitrag für die Elektromobilität.